Bleiben wir ein bisschen spleenig. Es gibt Menschen, die glauben ernsthaft daran, dass es UFOs gibt und Menschen, die glauben, dass Menschen, die an UFOs glauben, verrückt sind. Und dann kommt plötzlich ein Professor der berühmtesten Universität der Welt, der Harvard University, zum Bild-Interview und fordert eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema. Und da kommt man doch ins Nachdenken, wenn einem so die Tassen um die Ohren fliegen. Sie sind der beste Beweis dafür, dass es unbekannte Flugobjekte tatsächlich gibt. Sie konnten nicht einmal von den US-Streitkräften identifiziert werden. Ganz offiziell spricht das Militär deshalb von unidentifizierten Luftphänomenen. Der einflussreiche, aber auch oft kritisierte Harvard-Professor Avi Loeb möchte aufgrund der gefühlt immer häufiger auftretenden UFO-Sichtungen und unserer vorangeschrittenen irdischen Technologie jetzt in die Offensive gehen. Er fordert im Bild-Interview eine Zusammenarbeit von Militär und Wissenschaft. Ich glaube nicht, dass das Militär die wirklich besten Daten veröffentlichen wird. Wenn wir wirklich den Ursprung dieser Objekte erfahren wollen, dann muss es eine wissenschaftliche Untersuchung geben. Denn in der Wissenschaft sind die Daten frei. Aber UFO-Sichtungen sollen beim Militär tatsächlich entstigmatisiert werden. Die Piloten sind aufgefordert, Sichtungen zu melden. Avi Loeb glaubt aber nicht daran, dass sich das Militär wirklich in die Karten gucken lässt. Er will jetzt gezielt nach UFOs Ausschau halten, mit seinem Galileo-Projekt den Himmel überwachen und die Daten von künstlicher Intelligenz auswerten lassen. Die Ergebnisse sollen dann nach der Open-Source-Idee jedem zugänglich sein, ganz ohne Geheimniskrämerei. Wir haben die erste Einheit an Instrumenten, die wir in den nächsten Monaten testen werden. Wir werden den Himmel abfilmen in Infrarot, optisch und akustisch. Diese Daten werden von künstlicher Intelligenz analysiert. Diese Algorithmen suchen nach Objekten natürlichen Ursprungs, wie Vögeln, Insekten und Meteoriten, und unterscheiden diese von menschengemachten Objekten wie Drohnenflugzeugen und Satelliten. Dann schauen wir, ob da noch irgendwas anderes ist und alle werden es erfahren. And then see if there is anything else. And everyone would know what we find. Das Projekt setzt dabei also voll und ganz auf KI. Professor Loeb glaubt sogar, dass der Erstkontakt zwischen menschlicher und außerirdischer KI stattfinden wird. Und als wäre das Projekt nicht schon groß genug, Loeb will auch noch den interstellaren Asteroiden Oumuamua aus den Tiefen des Meeres vor Papua-Neuguinea bergen. Er könnte winzige Spuren eines Alien-Objektes enthalten. Dieses Objekt ist sehr ungewöhnlich. Es ist härter als 99,7% der Asteroiden, die wir sehen. Es bewegt sich auch schneller als 95% aller Objekte im Schwerkraftfeld der Sonne. Es kann prinzipiell unnatürlichen Ursprungs sein, ein Raumschiff. Um das herauszufinden, müssen wir die Fragmente des Objekts vom Meeresboden sammeln. Noch sind beide Projekte in der Anfangsphase. Wenn sie aber erstmal laufen, dürfen wir uns sicher über viele weitere UFO-Sichtungen wie diese freuen.